Drei große, ein bisschen Wasserwerte, das wird gleich zu sehen. Genau, mach auf. Ich nehme die ab. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen am Faulen See zum Drachenbootfest, in dessen Rahmen der Tauchsportgemeinschaft Neptun ein Schnuppertauchen veranstaltet für alle, die sich für Tauchen interessieren. Als Experten habe ich mir Ronny Schönerstedt dazugeholt. Vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung stellen, und da möchten wir natürlich jetzt wissen, was ist faszinierend am Tauchsport? Tja, das Schweben im Wasser an sich, ganz kurz gesagt. Macht einfach Spaß, die Ruhe zu genießen, und diesen Schwebezustand hat man sonst in keiner anderen Sportart. Wenn ich jetzt tauchen möchte, was muss ich mitbringen zum Tauchen? Was brauche ich zum Tauchen? Eigentlich relativ wenige Utensilien, wenn man dazu kommt. Bei uns kann man sich fast alles ausleihen. Passende Anzüge haben wir da, passende Tauchgeräte haben wir da, eine Maske, Flossenschnorchel, und dann geht's auch schon los. Schnorchel, Sie haben auch uns einen Neoprenanzug mitgebracht, den jeder Taucher anzieht. Woraus besteht der? Was macht ein Neoprenanzug aus? Genau, wie der Name schon sagt, Neopren, das ist aufgeschäumtes Gummi, hält uns warm, man kann damit schwimmen. Und so halten wir es dann schon mal eine halbe Stunde, Stunde im Wasser aus, selbst zur Winterzeit. Okay, wie warm ist einen in so einem Anzug? Ich würde sagen, sehr warm. Wenn er wirklich gut sitzt, kann man es, wie gesagt, eine Stunde aushalten. Ja, das reicht schon. Wie funktioniert das, dass er warm hält? Ich meine, das ist ja nur Gummi. Richtig, also wenn der Anzug richtig sitzt, dann läuft das Wasser in den Anzug, erwärmt sich auf Körpertemperatur. Und wenn es dann nicht wieder rausläuft, bleibt es auch lange warm im Anzug. Wie weit taucht man hier im Faulen See? Wie tief geht der runter? Also der Faule See hat bis zu 8 Meter Tiefe, allerdings ist die Sicht hier nicht ganz so toll. Da gibt es wesentlich schönere Einstiegstellen und Seen in der Umgebung. Und zum Beispiel, welche wären das? Der Schweriner See ist ganz gut, der Pinnower See, die Ostsee natürlich bis zu 10 Meter Sicht. Und dann, wenn man mit dem Auto noch wesentlich weiter fährt, so Steinbruchseen haben natürlich noch wesentlich bessere Sichtweiten. Und die Schweriner Taucher vom Neptun Tauchgemeinschaft, wo fahren die hin zum Tauchen? Das ist der Schweriner Innensee im Wesentlichen und die kleineren Seen in der Umgebung. Selbst die Schweriner Seen, der Lankower See zum Beispiel, der lässt sich betauchen. Pinnower See, hatte ich schon erwähnt. Ja, das sind die, die wir hinfahren. Wo meldet man sich, wenn man jetzt Lust hat, Tauchsport zu betreiben oder einfach nur mal sehen will, wie ist das? Ist das was für mich zum Tauchen? Wo wendet man sich dahin am besten? Genau, Schnuppertauchen ist heute hier möglich, noch bis 17 Uhr. Da findet dann der letzte Durchgang statt. Ansonsten, die Tauchgemeinschaft Neptun bietet regelmäßig Schnuppertauchen an in der Schwimmhalle auf dem Dresch. Das wäre dann Freitagabend von 21 bis 22 Uhr. Kann man auch im Internet finden. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, über den Tauchverein oder die Tauchschule Schnuppertauchen auszuprobieren und auch den richtigen Tauchschein dann anzufangen. Wem würden Sie jetzt empfehlen, für wen ist das Tauchen was? Machen Sie es den Jugendlichen mal schmackhaft zu tauchen? Also Tauchen ist eigentlich was für Jung und Alt, kann man sehr, sehr lange betreiben. Der älteste Teilnehmer, den wir mal hatten, der war über die 70 Jahre. Und der Jüngste, sicherlich mit 8 Jahren kann man anfangen, 10, 14 Jahre, da macht es dann richtig Sinn. Das sind dann schon vollwertige Tauchpartner, die auch sicher im Umgang mit sich und der Ausrüstung sind. Was mich noch interessieren würde, wenn man richtig tauchen geht, dann hat man ja entsprechende Luftausrüstung. Was ist A, was ist in diesen Flaschen drin, und B, wie schwer ist das? In den Flaschen ist ganz normale Pressluft, also Luft aus der Umgebung mit dem Kompressor dann verdichtet auf ungefähr 200 Bar Druck. Und die ganze Ausrüstung wiegt zwischen 30 und 40 Kilogramm. Also Sporttauchen hat auch ein bisschen was mit Sport zu tun. Und, Sie sagten vorhin, es ist Schweben im Wasser. Wie schwer ist die Ausrüstung im Wasser? Wie fühlt sich das an? Im Wasser absolut schwerelos. Das ist das Schöne dabei. Das ist faszinierend und hat unseren Zuschauern, denke ich, auch Lust auf mehr gemacht. Und viel Spaß bei unserem Beitrag zum Tauchen. Das ist ja
noch nicht so viel drin, oder? Ja, Schnuppertauchen am faulen See. Bei mir ist jetzt Stefan, der hat es ausprobiert. Wie war's? Wunderbar, sehr erfrischend für die Jahreszeit, noch recht kühl. Aber hat viel Spaß gemacht und jederzeit wieder würde ich reinspringen. Ja, man hat uns vorhin erklärt, es ist relativ warm im Neoprenanzug. Stimmt das? Ja, es ist angenehm. Also es ist wärmer, als ich gedacht habe. Warst du das erste Mal tauchen? Nein, ich bin seit 2002 im Wasser. Wasserfrosch. Wo warst du schon tauchen, außer jetzt hier im faulen See? Ich war schon in Kroatien und in Deutschland hier und da mal überall da, wo es Spaß macht und wo man reinspringen kann, wo man es darf. Warum tauchst du? Ich tauche als Ausgleich zum Bürojob und einfach, weil es Spaß macht, weil man viel unterwegs sein kann, weil man mit Freunden unterwegs ist, Reisen unternehmen kann. Ja.